Es gibt Manga, die sind so klischeehaft, dass man es kaum beschreiben kann. Und das meine ich auch gar nicht negativ, weil klischeehafte Sachen sind ja nun, weiß Gott nicht, immer schlecht. In unserer heutigen Manga-Review dreht es sich um so einen Manga, und zwar Beat the Wandelbuster. Ein wahnsinnig klischeehafter Fantasy-Fighting-Shonen, der so klischeehaft ist, dass man ihn nicht mal wirklich lesen muss. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, hä, wie ist das denn gemeint? Doch kommen wir erstmal zu ein paar Punkten. Der Manga ist geschrieben von Sanjo Riku und der Zeichner ist Inada Koji, das Duo, was auch schon Dragon Quest Dino Daiboken gezeichnet hat. 2002 erschien der Manga in der Gekkan Shonen Jump, hat dann allerdings ein paar Mal das Magazin gewechselt, einmal schon Jump Square Crown und dann später, wo er auch aktuell noch drin läuft, Jump Square Rise. Und er hat aktuell 17 Bände. Der Manga hatte eine sehr, sehr lange Pause, dass man schon dachte, dass er gar nicht mehr weitergeht, wurde dann aber tatsächlich vor ein paar Jahren wieder aufgenommen und hat nun alle paar Monate mal ein neues Kapitel. Ich habe hier die ersten 9 Bände, wo ich jetzt gerade die Covers gezeigt habe. Nun wollt ihr aber sicherlich wissen, was ist denn damit gemeint, den muss man gar nicht lesen. Nun, nehmt euch Band 1 von Beat the Wandelbuster und blättert ihn nur durch. Achtet nicht auf den Text. Ihr werdet danach wissen, worum es geht, warum Beat sich auf die Reise macht und die Grundstory absolut verstehen. Und das habe ich sogar ausprobiert mit jemandem. Ich habe den Manga gekauft, den ersten Band gelesen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nichts über Beat. Und da habe ich schon mit, also so super klischeehaft. Das ist von der Story zu, da kommen wir gleich noch. Wie gesagt, da braucht man gar nicht wirklich den Text. Und ich habe den Manga gelesen, weil ich es ja anfangs nicht wusste. Dann hatte ich den dem Tyrant gegeben. Und der Tyrant kann keinerlei Japanisch, also wirklich gar nichts. Er kann gar nichts aus diesem Manga lesen. Und dann habe ich zum Tyrant gesagt, du schau dir mal ein Band an, blätter ihn mal durch und gib mir danach eine Zusammenfassung, was in diesem Band passiert. Und das hat der Tyrant dann auch gemacht und ja, es stimmte wirklich alles. Und er hat auch nicht in die englische Übersetzung oder so reingeschaut. Er hat wirklich nur durch diesen Band durchgeblättert und konnte mir sagen, worum es in diesem Manga geht. Ja, und nun fragt ihr euch, sehe ich auch, worum es in dem Manga geht, weil ihr vermutlich den ersten Band gar nicht zur Hand habt. Nun, die Story ist sehr schnell erklärt. Wir haben Beat und Beat ist so ein Rotzlöffel auf so einem Dorf. Und wir haben die Wandel. Die Wandel, das sind buzeböse Monster, die buzeböse Sachen machen. Und wir haben die Wandelbuster, das sind Leute, die gegen die Wandel kämpfen und diese zerstören. Der Beat, der möchte natürlich Wandelbuster werden. Er hat aber ein großes Maul und ist nicht allzu stark, hat schon Probleme mit kleineren Monstern. Irgendwann kommt eine Heldengruppe in das Dorf, die da scheinbar schon lebt, also da mal gelebt hat und die immer wieder halt in ihren Heimatort zurückkommt. Und der Beat, der ist riesiger Fan von dieser Gruppe, vor allem von dem Anführer, der so ein tolles Schwert trägt. Den kennt er schon von Kindestagen an und Beat möchte so gerne mit ihm mitgehen und ebenfalls Wandel töten. Die sagen natürlich, nee, Beat, du bist hier viel zu klein, viel zu schwach. Lass das mal bleiben, überlass das mal den Großen. Wie es jedenfalls so kommen muss, ein besonders böser und starker Wandel taucht auf, macht ordentlich Theater, Beat hört nicht auf die anderen, rennt los, versucht was gegen den Wandel auszurichten und bekommt richtig aufs Maul. Und zwar so richtig. Dann kommt natürlich auch die Wandelbuster-Gruppe an, sieht das, dass ihr kleiner Freund Beat da ziemlich schwer verletzt ist, helfen ihm natürlich, aber auch sie haben kaum eine Chance gegen diesen starken Wandel, weil sie auch immer noch so ein bisschen auf Beat aufpassen müssen. Nun ist es klar, dass diese Heldengruppe nicht lange bestehen bleibt. Sie opfert sich, um Beat
zu helfen und um den Gegner erstmal zu besiegen. Und zwar geben sie Beat bei ihrer Opferung ihre Kräfte, sodass Beat diese besonderen Waffen benutzen kann. Jeder der Helden hat eine andere Waffe, ein Schwert, ein Speer, so ein komisches Schild mit der Kanone. Also da ist schon Variation in den Waffen drin. Nachdem die sich geopfert haben, wacht Beat auf, ist natürlich ganz traurig. Die Heldengruppe, seine Freunde sind tot. Das ist tatsächlich die einzige Sache, die nicht so wirklich klar ist. Aber er hat jetzt die Kraft von diesen Leuten und zieht nun aus in die Welt, um Wandel zu töten, geht nun trainieren und kommt nach der Zeit wieder, wo sich dann auch mehr oder weniger seine Kindheitsfreundin ihm dann anschließt, auf die Beat irgendwie steht, die aber irgendwie nicht so wirklich was vom Beat will, aber irgendwie doch. Wir haben halt dieses Gezanke zwischen Kindheitsfreunden, die sich eigentlich die nicht zugeben wollen, dass sie sich mögen. Wobei Beat mag sie, aber sie ist halt eine kleine Zicke. Und daraufhin machen sie sich auf den Weg, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, die Wandel zu töten. Und auf dem Weg schließen sich ihnen natürlich noch viele neue Freunde an. Sie begegnen vielen neuen Charakteren, machen aber natürlich auch neue Feinde und ergründen weitere Geheimnisse der Wandel und der Bastards. Ja, das ist die Story von Beat the Wandelbuster. Dann haben wir halt Arkweise, kommen in eine neue Stadt, da taucht dann Wandel auf, sie gehen weiter, es gibt ein neues Problem, sie kämpfen, sie lernen einen neuen Teamkameraden kennen, dann hat der eine kleine Geschichte, ein starker Wandel taucht auf, den besiegen sie, dann spielt sich hier und da noch was im Hintergrund ab und so geht es halt immer weiter. Also auch der Aufbau ist, wenn ich das laufe, die Klischee, aber wie schon gesagt, das macht überhaupt nichts aus, weil der Manga so verdammt gut ist. Und hier zeigt er sich auch sehr, sehr gut, dass Klischees nichts Schlechtes sind. Und gut, es gibt natürlich auch klischeehafte Sachen, die nicht unbedingt so gut sind, aber viele verteufeln Klischees und sagen immer so, ah nee, das ist nicht gut, das soll nicht so klischeehaft sein, aber es funktioniert und wenn es unterhält, das ist halt das Wichtigste und das ist Beat. Und Beat ist wirklich, also wir haben klischeehafte Sachen und wir haben super klischeehafte Sachen und Beat gehört wirklich zu den super klischeehaften Sachen. Die Action im Manga ist super, weil wir haben hier noch alte Shonen-Action. Hier wird nicht gequatscht in den Kämpfen wie in Jujutsu Kaisen und My Hero Academia, wo mehr bla 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 als Hau drauf ist. Was ein großes Problem bei modernen Fighting-Shonen ist, bei vielen, nicht bei allen. Aber viele haben dann nur so ein, zwei Seiten mal einen Schlagabtausch und das war's wieder. Dann wird erstmal wieder gequatscht oder selbst in der Bewegung sind haufenweise Sprechblasen. Und das ist hier nicht so der Fall. Hier haben wir noch richtig gute Action, die Spaß bringt zu lesen. Das Monster-Design erinnert sehr an Dragon Quest. Klar, die haben vorher einen ewig langen Dragon Quest-Manga gezeichnet. Ist klar, dass die davon was rübernehmen. Allgemein auch so diese Fantasy-Story. Das könnte irgendwie auch Dragon Quest sein, wenn wir ehrlich sind. Geben wir es anderen Namen. Nennen es nicht Beats Wandelbuster, sondern keine Ahnung, Dragon Quest, Wandelbuster. Es wird halt nicht auffallen. Okay, nur dass halt der Zeichner nicht Akira Toriyama ist, aber der hat ja auch für den Dainoraiboken-Manga nichts gezeichnet. Der macht ja nur die Charakter- und Monster-Designs für die Spiele, beziehungsweise hat das gemacht. Von daher, also wie gesagt, es erinnert sehr, sehr stark an Dainoraiboken, sowohl von den Charakteren, aber vor allem ans Monster-Design. Die Monster könnten 1:1 aus Dragon Quest kommen. Aber auch das ist nicht schlimm, weil Dragon Quest hat geile Monster. Viel mehr kann man tatsächlich zu dem Manga auch gar nicht sagen. Wie gesagt, das ist super gute Action, die wirklich Spaß bringt zu lesen. Und Charaktere, wie man sie aus jeder Fantasy-Fighting-Shonen-Geschichte kennt. Wir haben den ruhigen, da haben wir noch so ein aufgedrehtes Mädchen, wir haben die Kindheitsfreunde und wir haben halt Beat, den Draufgänger, der allen helfen will, der versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ja, und wir haben natürlich auch die Widersacher, die halt, ja, wobei da haben wir tatsächlich ein paar mehr. Ab und an wechseln natürlich auch die Widersacher mal. Wir haben stärkere Wandel und wir haben schwächere Wandel. Also alles, wie man es eigentlich kennt. Nun gibt es natürlich auch noch ein paar Bilder aus dem Manga. Und hier sehen, haben wir schon mal ein sehr, sehr gutes Bild vom Monster-Design.
Das könnte wirklich auch aus Dragon Quest sein. Also Monster Design ist super. Was übrigens auch super ist, dass am Ende von jedem Band ist noch eine Rubrik, die nennt sich Beat the World. Und das ist immer so eine Art kleines Guidebook mit Hintergrundinformation und einem Bestiarium hinten drin. Also hier haben wir dann erstmal noch so ein paar Hintergrundinformationen. Und dann haben wir hier noch dieses Bestiarium, was immer sehr, sehr cool ist. Sowas mag ich immer sehr, sehr gerne. Hier haben wir dann auch die Waffen, die auch ziemlich cool aussehen, diese Waffen und Action. Auf jeden Fall richtig, richtig gut. Bringt einfach Spaß zu lesen, muss man sagen. Dann will ich euch natürlich auch eine Action-Szene nicht vorenthalten. Dann haben wir hier noch eine sehr gute drin. Ja, hier. Richtig schöne und gute Action-Szene. Die bringt halt Spaß zu lesen. Das muss man einfach sagen. Und auch hier zwei Seiten davor, klar, da so ein bisschen Text ist natürlich da, aber vor allem steht hier wirklich die Action im Vordergrund, was sehr, sehr wichtig bei so einem Manga ist. Wie lang der Manga mal werden wird, dazu kann man noch nichts sagen. Der Manga geht sehr schleppend voran. Ich bin froh, dass er vorangeht, aber an sich halt wirklich sehr, sehr schleppend. Aktuell gibt es 17 Bände. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er irgendwie 30 Bände oder so bekommen wird. Ich gehe mal davon aus, dass der Manga jetzt langsam aufs Finale zugeht und vielleicht am Ende dann 20 Bände haben wird. Ich denke, 20 Bände wäre eine gute Anzahl dafür. Was auch wirklich sehr, sehr schön ist, dass sich dieses Beat the World wirklich weiterhin durchzieht. Also das ist jetzt nicht nur in den ersten 3-4 Bänden so und dann wird es beiseite gelassen. Gut, ich weiß es nicht, wie es jetzt bei den aktuellen Bänden ist. Aber auch in Band 9 haben wir noch wahnsinnig viel Beat the World drin. Und hier richtig großes Bestiarium. Also das ist sehr, sehr cool und wie gesagt, mag ich sehr gerne. Farbseiten hat der ganze Manga nicht. Und ja, gibt es eine Empfehlung? Auf jeden Fall, wenn ihr Fantasy Fighting Shonen Manga mögt, wenn ihr Dragon Quest mögt. Und ich bin ehrlich, ich bin kein Fan der Dragon Quest Spiele. Ich mag den Dai no Daiboken Manga, aber die Spiele, mit denen werde ich nicht warm. Aber diese klischeehafte, klassische Fighting Shonen Fantasy Geschichte, sie bringt einfach Spaß, hat super Charaktere. Wie gesagt, hier ist nichts neu erfunden. Aber ich sage auch immer, das Rad kann man nicht neu erfinden. Und das konnte man auch schon. Dann kam Renault 2002, kam der Manga raus. Haben wir wieder noch ein genaueres Datum? Nee, tatsächlich nicht. Nee, also und dann wieder, das konnte man auch 2002 schon nicht mehr. Das konnte man, was sage ich, schon lange vorher nicht mehr. Und ja, wie gesagt, es ist alles, das haben wir hier alles tausendmal, ach was sag ich, schon über tausendmal gesehen und gelesen. Es ist aber, wenn es gut gemacht ist, immer wieder gut und das ist Speed. Wie gesagt, also wer daran kein Problem hat und wie gesagt, Leute, denkt dran, das Rad kann man nicht neu erfinden, der wird Spaß mit diesem Manga haben, coole Charaktere, coole Action, auch wenn wir das alles schon mal gesehen haben, aber es stört nicht, weil es einfach super viel Spaß bringt, das zu lesen. Und Fans von dem Duo, die haben ja noch ein paar andere Manga gezeichnet, zumindest hier der Zeichner. Da lohnt es sich auf jeden Fall. Und wer den Dino Daiboken Manga mochte, der wird jetzt erst recht Spaß mit Beat haben. Weil vor ein paar Jahren haben wir ja dieses Dino Daiboken Anime Remake bekommen. Der Manga hat eine Neuauflage bekommen. Und dadurch sind natürlich ein paar Leute mehr darauf aufmerksam geworden. Also lest Beat, damit macht ihr nichts falsch. Und Leute, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind, schaut einfach mal rein, wenn ihr, wie gesagt, Fantasy, Action,
Fighting-Shun-Geschichten mögt, dann werdet ihr Spaß mit Beat the Wannelbuster haben. Ja, viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen, außer man wiederholt sich noch ein paar Mal mehr. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.